So Leute, da sind wir auch wieder mit Let's Play Golden Sun 2. Der vergessene Epoche. Beim letzten Mal haben wir Madra ein bisschen erkundet. Ich bin jetzt einfach nur eben zu den Klippen von... Welche Klippen waren das? Die Klippen von Osenia gelaufen, da hier vorne direkt unser Schiff steht. Wie konnte ich es nochmal? Ach ja, hier. Und da steht unser Boot. Erstmal ein großes Entschuldigung dafür, dass so lange nicht von mir nichts kam. Ich war mit recht viel mit Level Up beschäftigt, privat, arbeitsmäßig auch noch. Egal, aber ich werde jetzt mal ein bisschen voraus aufnehmen und mal gucken, wie es dann läuft. Unser erstes Ziel wird, glaube ich, hier oben sein. Und gehen wir erstmal ein bisschen erkunden. Also wir nähern uns erstmal hier dieser Insel. Und gucken uns mal ein bisschen auf hoher See um. Mein Dingens da. Weißt du, ne? So, meine Psy-Energie ist ausgelaufen. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Das muss ich ja mal zugeben. Strahl. Plasma. Frost, das sollte, glaube ich, reichen. Ich bin schon lange nicht mehr auf dem neuesten Stand, also. Macht der Stärke! Okay, sieht noch gut aus. So, und jetzt die beiden auch noch weg, hoffentlich. Natürlich nicht. Also. Sarkophag! So. Cosma ist Level 21 und lernt Einschlag. Okay. Das wird ja mal ein einschlagendes Erlebnis. Ich muss erstmal wieder komplett wieder reinkommen, weil ich habe einfach so lange nicht mehr gespielt. Wie war das jetzt hier noch gleich? Nein. Vermeidung, genau. Da. So. Nur erstmal komplett wieder reinkommen. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Und schon ewig nicht mehr aufgenommen gehabt. Okay, doch, ich habe zwischendurch ein neues Projekt aufgenommen. Allerdings wird das noch lange dauern, bis es soweit ist. Und wir sind erstmal hier angekommen. Aber ich muss definitiv erstmal wieder reinkommen. Das müsst ihr mal ein bisschen nachsehen. Okay, das ist Vermeidung. Was haben wir hier? Verschieber. Okay, das hätte ich jetzt gerne aber anders. Und zwar hätte ich gerne hier den Enthüller. So, da blinkt nichts. Also, nichts für uns. Das Meer der Zeit. Eine massive Nebelbank liegt über ihm. Es wird zu Recht von allen Seeleuten gefürchtet. Ich weiß nicht, ob ich dieses Geheimnis jemals ergründen werde. Aber ich bin mir sicher, dass es meinem Sohn eines Tages gelingen wird. Und deine Gedanken lesen wir auch nochmal. Okay. Oder auch nicht. Das ist da unten wohl der Sohnemann. Ich würde zu gerne wissen, was sich auf der anderen Seite des Meeres des Nebels, der Nebel befindet. Bis heute hat es noch niemand durchquert, aber eines Tages werde ich es schaffen. Ja, dann mal viel Glück dabei, ne? Hallo? Wenn ihr das Meer der Nebel erreicht, folgt der Strömung von den roten Felsen aus. Auf diese Weise bleibt euer Schiff heil. Mehr weiß ich allerdings auch nicht. Vielleicht ist diese Information auch gar nicht richtig. Ja, hier kriegen wir nochmal ein paar Infos. Viel Kummer und Trauer zieht sich durch unseren Stammbau. Drei Generationen von Söhnen haben es sich geschworen, das Meer der Nebel zu durchqueren. Okay. Die Seeleute berichten von starken Strömungen und Strudeln im Meer der Zeit, die ein Schiff in Stücke reißen können. Ja, wir werden eh noch lange nicht in das Meer der Zeit, das Meer der Zeit betreten. Wenn... Sidequests. Unser nächstes Ziel ist die kleine Insel hier. Es gibt noch viel zu viel zu tun. Und wir sehen hier, da zum Beispiel der kleine Punkt da und da so ein Punkt, ne? Das ist übrigens das Meer der Zeit, das hier. Diese Punkte werden wir abgrasen, später aber noch. Dieser große weiße Fleck ist ja, wie gesagt, das Meer der Zeit. Dort wollen wir aber noch lange nicht hin. Dann wollen wir uns ein bisschen umschauen. Hallo. Südost Angara Island.
Gott, Musik. So, hier können wir nämlich direkt schon mal was abstauben. Indem wir das Ding hier einfach runterschieben. Glaube ich. So. Oder? War das richtig? Keine Ahnung. Ein Vogel! Wir mögen diese Insel wirklich sehr gerne. Deshalb sind wir auch hier. Auf keinen Fall sind wir hier auf Schatzsuche. Niemals! Was sagst du denn da, Idiot? Hör nicht auf den Kerl. Er hat kein Wort über die Isla Preciosa verloren. Ganz und gar nicht. Seht doch, wir haben wirklich viel zu tun. Wir können jetzt nicht mit euch plaudern. Kommt später nochmal wieder vorbei, ja? Isla Preciosa? Nanu? Kann man irgendwas hier bei euch ausräumen? Nö. Das ist mal eine Glücksmedaille, okay. Wir machen einfach mal den Tüller. So, okay, wir können es ja mal versuchen. So, Synergie. So, erstmal dich hier runterschieben, damit ich das von da aus schieben kann. Okay. Ich weiß schon irgendwie immer genau, warum ich den Verschieber auf L habe. Ich brauche mehr Tasten. So, jetzt steht das Ding da. Ah, okay. Ich sehe schon. So, wir müssen dafür sorgen, dass die Kiste von da oben auf die hier drauf fällt. Dann haben wir das Rätsel auch schon gelöst. Na komm. Ich werde jetzt versuchen auch, dass es nur 15 Minuten Parts gibt. Denn, naja, ich will ja, dass ihr auch täglich Videos habt, ne? Und so spare ich mir halt Zeit beim Uploaden, beim Rendern, alles, ne? Gibt zwar, ich sag jetzt mal, ein paar Minuten weniger Videomaterial für euch, aber es gibt immer ein Videomaterial für euch. Und ich sag jetzt mal, mit meinen fast 800, bin ich übrigens super stolz drauf. Und auch super stolz auf euch. Huch. Cheep, cheep! Okay. Gedankenleser? Ich liebe es, mir ausgefallen vorzukommen. Ich hätte gerne ein wirklich ausgefallenes Accessoire, um mich extraordinär ausgefallen zu fühlen. Ah, okay. Mit dem Vogel können wir anscheinend noch nichts machen. Der gehört anscheinend noch so. Ich habe die damals nie gemacht, die Sidequest. Noch zu so einer Art Tauschquest, wo wir überall Stuff abholen müssen. Und das dann durch so hin und her tauschen müssen. Und dann kriegen wir irgendwas dafür. Hallo? Okay, dankeschön. So. Wie gesagt, das Tauschgeschäft habe ich damals nie gemacht. Na, ich werde versuchen, das jetzt zu machen. So. Na du. Isegrim. Okay, sollte sie allerdings nicht lange überleben. Ja. Du kleiner, grimmiger Zwerg, du. Ruinen von Ankol. Okay, hier wollte ich, glaube ich, auch nochmal hin. Ich wollte eigentlich jetzt woanders hin, aber wenn wir schon hier sind, trifft sich ja super. Wirbelwind. So lange für mich her, ne? Also, man könnte schon mittlerweile als Blind Let's Play sehen. Kisten. Leer. Leer. Und? Leer. Schade. Egal, das war's dann. Weg hier. Nein, natürlich nicht. Wir wollen uns natürlich hier weiter umsehen. Denn hier gibt es etwas weit... Also, ich glaube... Ich glaube, ein weiteres...
Metallstück. Ja, wer hätte gedacht, dass die Kisten ja auch leer sind? Nein, da drinnen, davor waren noch ein paar Freunde. Was haben wir denn hier? Hörnchenzahn. Und Umbra Arboris. Tonspitze. Flamme, Plasma, Tundra. Ich glaube, das sollte reichen. Wow, sind die schnell. Warum sind die so schnell? Nanu. So, weg mit euch. Okay, der will anscheinend noch nicht. Er will anscheinend noch auf die Nase. Dankeschön. Aber hier könnte ich auch wieder leveln. So, da Jenna jetzt ihre Heilfähigkeiten hat, ist das Ganze viel entspannter. Ihre Heilauren. So. Wir machen natürlich alle mal hier auf. Dahinter dürfte kein Weg sein. Ja, hier rechts auch nicht, aber hier sieht man schon ein bisschen was durch. Und man nimmt natürlich immer die goldene Mitte. Vermeidung lässt mal nicht nach. So, komme ich hier durch? Ja. Ich glaube, hier kann ich noch gar nichts machen. Ich glaube, ich sollte noch gar nicht hier sein. Ich meine, ich sollte noch nicht hier sein. Wir treten nochmal den Rückzug an. Einfach weil wir noch nicht sein sollten. Allein auch weil die Gegner recht stark sind. Aber ich könnte hier eine gute Levelrunde machen. Wütet ja nun nicht. Level 22. Ich glaube, ich sollte unten Flüstersamen. Geh da weg mit dem Ramsch hier. Na komm. Wir machen noch mal, wir kratzen hier nochmal die Kurve. Aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war. Da hieß das Flüchten einfach mal Kurve kratzen. Das war so genial, habe ich mich immer drüber gefreut, naja, zu flüchten. Kann man sich darüber freuen? Ich glaube nicht. irgendwo muss ich hiermit noch anlegen können, oder? Da drüben am Strand? Und für die paar Meter will ich jetzt nicht eine Vermeidung anwerfen. So. Hurricane! Zap! Ja, also das ist doch, sieht doch schon eher nach unserem Level aus. So, muss ich hier lang? Nee. Wo zum Kuckuck muss ich lang? Ich ignoriere ich jetzt einfach mal. Was will der Sportsfreund mir die ganze Zeit von mir? So, gehen Sie mal bitte, junger Mann. Ohne Wieselklaue. Wo war da? Da ist es, genau. Hallo? Jumper! Spät ist es. Ich glaube, ich beende jetzt den Part schon, da wir gleich in die Cutscene, glaube ich, reinstolpern. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich lasse jetzt Endcard und alles mal mäßig raus. Denn ich möchte gerne die Videos rausbringen und naja, ihr könnt mich sicher verstehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao!